Verstehe. Der hat das gewonnen und will halt jetzt 70.000 damit machen. Ah, das ist schon ein bisschen gemein. Der Wagen ist Fulltune und kostet neu 75.000? Glaube ich nicht. Kein Breitbau kostet 75.000. Wäre sie live in Waiter, sendest du dein Foto noch nicht. Wenn er das Dings einmal gemacht hat, das Shooting einmal gemacht hat, war er sehr schnell. Deswegen sage ich ja, das neue Life in Waiters. Ja. Sieht aber auch ganz schön hässlich aus. Bin ganz ehrlich. Fällt mir. Hä? Komodo Breitbau für 350.000? Sag mal, war alle einen Arsch offen oder was? War der nicht hier für Komodo Whitebody, auch Breitbau, 250.000? War das falsch mit den Leuten? The fuck? The fuck einfach nur. Kraft euch mal. Das war erst das zweite Lied. Hören wir noch zwei schon auf oder wie ist das? Ah, nee, hören wir nicht. Oh, jetzt kommt ein gutes Lied. Brauchen kein Auto gewinnen. Oh, heute? Nee, Dienstag. Dienstag 20 Uhr ist wieder Black Pearls. It was the heat of the moment. Also heute hat er wirklich Probleme, das irgendwie abzuspielen. Und ich finde immer noch, dass Tony ein bisschen sehr viel Ähnlichkeit mit Sean hat. Ich dachte schon wieder, das ist Sean. Ich dachte schon wieder, das ist Sean, Mann. It's the heat of the moment. Er heißt doch Verlierer, guck mal. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit dem Verlierer. Das ist ja geil. Er heißt doch einfach Verlierer. So, haben wir auch erledigt. Aufs Handy gucken kann ich leider nicht, dann sieht man's. Grüße, Nils. Hallöchen. Wir pflegen wieder Traditionen. Zu viert. Wo ist der Dings? Ah, da kommt Luke. Da kommt ein bisschen spät, weil das Lied ist jetzt, glaube ich, gerade tatsächlich vorbei. Oh, stimmt, ich habe meinen Ausweis gar nicht an, aber ich glaube, mit dem Kleid ging das auch nicht. Ich glaube, der war mit dem Kleid nicht kompatibel. Ja, gut. Heute kein Ausweis. Hallo, Donald. Hallo, Tom.
Okay, jetzt hört man gar nichts mehr vom Lied. Ah, jetzt ist auch vorbei. Okay, gut. Da war ein abruptes Ende, weil man immer zwischendurch, wie gesagt, das Lied so abgehakt wird. So, dann rufen wir jetzt Chris an, damit wir pünktlich bei Elena sind, wa? Da liegt ja jemanden hier ganz viel dran. Ich tanze ewig weiter. Ich bin on fire. Lassen Sie sich Ihren Traum nicht zerstören, Herr Beck. Dann hol ich den Feuerlöscher schon mal. Wir haben doch nur einen hier. Jared? Hey Chris, kannst du uns gleich ins PD fahren? Ja. Perfekt, dann kommen wir gleich runter. Gleich? Jetzt gleich. Wir kommen gleich runter. Alles klar. Jo, Jerry. Weiter arbeiten. Schönen Abend noch. Viel Spaß. Denver braucht sich gar nicht hinsetzen. Geht direkt weiter. Denver? Hast du doch einen Schlaganfall? Oh oh. Denver? Ich ruf mal lieber das MD an. Ja, alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schrei doch nicht so. Hilfe. Oh mein Herz. Okay. Nicht hinsetzen. Nicht ausruhen, geh direkt weiter. Ja, ich freue mich, ja. Gut, komm. Was geht? Ja, Elena sehen. Wupp, wupp. Ui, 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 ui. Da fliegt er quasi. Das ist aber gut zu wissen, damit kriege ich ihn ja überall ständig irgendwo weg. Aus Terminen raus, unten vom Tresen weg, oben aus dem Büro raus. Das ist ja großartig. Ha. Jetzt haben wir den Punkt gefunden, Leute. Murray war gar nicht tanzen. Was ist das denn? Hi, Aiden. Das kann ich nicht gestatten. Hallo, Murray. Guten Abend. Mann, schade. Ich war eben noch so verzaubert von dem Tanz von Herrn Beck, dass mir gerade die Sprache verschlagen hat. Ja, ich war kurz davor. Ein angenehmer Arbeitstag heute. Ja. Okay, bis gleich. Sie waren richtig hypnotisiert. Ich war wirklich kurz. Ich habe die 912 schon eingetippt in mein Handy, weil ich dachte, er hat einen Schlaganfall. Ja. Er hat nicht mit mir geredet. Er hat es geschafft. Ja, aber er hat es nochmal rausgeschafft. Vielleicht war es auch nur so ein, ne, so ein transischemische Attacke. Ich habe mich hypnotisiert. Transischemische Attacke. Mit meiner polierten Glatze und mein... Mit den Hüftbewegungen. Es waren ihre Hüftbewegungen, die mich da so fasziniert haben. Nee, es waren komplett die Hüftbewegungen. Okay. Ich wünschte, ich könnte das auch. Vielleicht machen Sie ja mal eine Privatstunde bei Herrn Beck. Bitte? Ja, Herr Beck, würden Sie vielleicht, also ich habe ja so einen Hot Tub, würden Sie bei mir im Hot Tub einmal diesen Tanz vorführen, bitte? Das können Sie mit meiner Assistentin Miss Dark abstimmen. Oh, wunderbar. Die testet immer vorher auch die Temperaturen für mich. Oh, wunderbar. Weil als Fuß- und Glatzenmodel kann ich es mir einfach nicht leisten, meine Füße zu verbrühen. Nee, das wäre fatal. Ja. Und die Glatze ja auch nicht, ne? Wenn die halt so auch leuchtet, nicht. Das sieht ja blöd aus. Aber ja, Beck, total der verschrumpelt und so. Sehe ich ja aus wie eine Glühbirne. Beck, der Tanzcoach würde echt passen, ne? Nein. Ja, ich habe keine Zeit, ich muss in den Außendienst. Viel Spaß. Oh, was für eine gute Ausrede, um aus solchen Situationen rauszukommen. Das ist fast, gehen Sie lieber mit. Nicht, dass er das wieder nicht findet. Ja, besser ist das. Scheiße, wie wieder nicht gemüht. Ich Tür und weiß nicht, wo es rausgeht. Ich schreibe gerade der SMS, ich kann jetzt nicht. Harriet. Seid ihr gute Pfadfinderin. Wegen der Verhandlung am Donnerstag hatte LaRoche ein paar... Kostet mehr Zeit, wenn wir ihn suchen müssen. Wegen den Schnellverfahren. Ja. Harriet, ich bin also, dass die wir Ecke, das ne? quasi, die drei, wo die ja geständig sind, das
zwar in der Verhandlung machen, genau, aber halt nicht so breit. Also am besten ohne Zeugen, halt wie ein Schnellverfahren, nur in der Verhandlung. Jetzt ist ja pingeln gegangen, oder was? Ich bin jetzt fertig. Oh Mann, ey. Können wir kurz beiseite? Soll ich mal zur Seite? Zu kurz. Also ich sehe das richtig. Also Besprechung oder was? Hä? Besprechung im PD oder was? Nee, was los? Natürlich nicht. COCPs, ja? Nein, COCPs. Wieso, willst du auch eins? Naja, du kriegst ein COCP, und du kriegst ein COCP. Nee, das hat sich, glaube ich, erledigt. Oh. Ja, ich habe erfahren. Diese blöde Tür! Ah, jetzt. Oh Gott. Ich werde mich gefangen bei der Arbeit. Kommst du nochmal weiter durch? Dann hängst du ja noch drin. Achso, ja, weil ich komme durch. Ich habe erfahren, COCPs kann es gegen uns beide beispielsweise gar nicht geben. Weil wir keine Staatsdiener sind oder wie auch immer. Ja, weil wir keine Ermittlungen und so weiter machen. Also weil wir keine offiziellen Ermittlungs... Deswegen wurde das wahrscheinlich kein... Oh, schade, Mann. Ich habe mich auch ein bisschen gefreut. Ich habe mich voll gefreut. Ich wollte das abhaken von meiner Liste. Ja, ich wollte das abhaken von meiner Liste. Geil, Mann. Endlich ein COCP gegen mich, Mann. Scheiße. Ich dachte auch, cool, jetzt ein bisschen was los. Jetzt werde ich befragt und so weiter. Und ja. Gut, schon, ja. Tja. Wart ihr heute schon Pearls? Das ist nicht wichtig genug. Hä? War ihr heute schon Pearls? Nein. Na, jetzt fällt mir gerade ein. Soll ich auf euch warten? Weil ich würde jetzt, ich würde da noch heute hin, heute auf jeden Fall. Das Ding ist, also wir fahren jetzt zum PD, holen da irgendwie Elena ab mit ihrem Auto, weil sie das Denver schenken möchte, aber sie möchte es irgendwie tunen lassen oder so. Also sie möchte entscheiden, wie das aussieht. Achso, also gibt's jetzt, also ist der Termin bei Teilnet? Ja, aber wir müssen oder erst zum PD. Genau, aber danach dann. Ja, oder halt Bennys. Ja. Das Ding ist, das ist halt ein Zweisitzer. Die werden da wahrscheinlich mit dem Auto hinfahren. Dementsprechend bin ich dann ja wahrscheinlich schon wieder raus. Yay, Freizeit. Ja, aber ich begleite doch eh, also noch nicht. Wobei, ich hätte auch ein Auto, wo ich mal gucken lassen muss, ob man diese zwei Dingsies da wegbekommt. Weil die meinem Mann nicht gefallen. Du fährst doch eh kein Auto. Ja, deswegen ja, weil sie meinem Mann nicht gefallen, Chris. Ach so. Du hast zwei, deswegen, ne? Ja. Ich habe zwei Autos, ja. Also, eins der Mann, eins. Und für das andere habe ich nun leider keinen Schlüssel mehr. Das könnte ich zwar ausparken, könnte ich aber nicht bewegen. Meine Schlüssel wurden offensichtlich irgendwo gefressen, keine Ahnung. Also ich weiß, dass ein Schlüssel meinem Mann hatte, aber der andere, keine Ahnung. Ach so. Man muss ab und abmelden einfach. Wie soll ich denn das machen? Man muss das Auto ja vor die Anmeldestelle stellen, Chris, um das an- und abzumelden. Oder nicht? So, und wo ist das Auto? Nee, der Garage. Glaube ich nicht. Muss nee, nicht? Man muss, ich glaub, man na, zum Anmelden muss man es. Es kann sein, dass man zum Abmelden nicht machen muss. Weil das Ding ist, wenn ich das da davor stellen muss, dann kann ich das zwar ausparken, aber kann das ja nicht davor stellen, weil ich habe keinen Schlüssel. Verstehst du? Aber dein Mann. Ja. Ah, gut, ist auch egal. Ja, genau, du merkst schon, das ist kompliziert. Heute noch irgendwie Termine? Daikoku ist ja, glaube ich, fällt, glaube ich, aus, deswegen nein. Daikoku? Daikoku. Ja, irgendwie so, hat Denver ja diese Wette da verloren. Ah, ja, genau. Ja, genau. Ist erst am 3. April, dementsprechend keine Termine heute. Guten Abend. Wir müssen kurz jemanden als vermisst melden, dann kommen wir zum PD. Wieso müsst ihr den hier als vermisst melden? Den muss man doch vorne am Tresen als vermisst melden. Achso. Die haben so eine Vermisstenakte. Ja, bei der Leitstelle, genau. Okay, aber bis gleich, Leute, bis gleich. Bis gleich. Hey, muss man das hi, Elena. Meldet das PD nicht Leute vermisst? Ich dachte, also mein erster Anlaufpunkt war auch das PD, als ich mal jemanden vermisst gemeldet habe. Was hat DOJ damit zu tun? Ich habe keine Ahnung. Also. Was du hast, ja? Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute, also das, ich weiß nicht, die Leute einfach nicht wissen, was sie jetzt mit so einer Vermisstenmeldung machen sollen, dann einfach zum nächsten Behörde gehen. Oh, weiß auch nicht. Ich habe vorhin rausgehört, du hast das mit der Assistenz von Herrn Ford mitbekommen, ne? Ja, habe ich mitbekommen. War wenig begeistert. Ja. Denver hat Frau Dark auch schon angeboten, mal ein Tag Praktikum bei mir zu machen. Hat sie aber sofort abgelehnt.
Ja, wunderbar. Scheint irgendwas schlechte Luft zu schnorchen, oder? Also letztens wollten wir noch auf ein Date gehen, also weiß ich nicht. Ihr beide? Ja. Ein Doppeldate oder ein Date? Nee, ein Date. Schön. Schön. Denver hat sein Hot Tub angeboten bei sich im Garten. Ah ja. Und dann hat sie angeboten, dass er das Hausmädchen macht dann. Gott. Ich habe ihr auch gesagt, ich leihe mein Outfit, das möchte ich an ihm sehen. Mhm. Hallo. Hallo. Seit wann gibt man Vermisstenmeldungen in die Elena abholen, oder was? Nee, jetzt gerade nicht. Wir warten vielleicht, bis Elena zurück beim PD ist, bevor wir Elena abholen fahren, oder? Ja. Ja. Machen wir wohl. Also, seit wann macht man Vermisstenmeldungen beim DOJ? Ich dachte, wann geht es um PD für sowas? Ich glaube, es ist egal, bei einem von beiden, ne? Ja, aber wieso kommt dann das PD zum DOJ, um eine Vermisstenmeldung zu machen? Ja, weil einer von beiden das macht. Vielleicht hat Elena keine Lust, Akten zu schreiben. Ach so. Das ist realistisch. Ja, das ist tatsächlich realistisch. Aber auch legitim, also sie darf das ja auch, ne? Auch klar. Na, ist schon klar, ja, dass sie die einzige Pilerin ist, bei der das durchgeht, ja. Klar. Nee. Naja. Auch bei dem, der da noch dabei steht, ne? Ja, genau. Also je nachdem, wer das halt dann immer ist, ne? Ihr Partner da. Der hat dann da natürlich auch Amnestie. Klar. Sag mal, Denver, du hast nicht zufällig einen Schlüssel für einen No-Bag, oder? Von mir mal bekommen. Zufällig? Nein, zufällig, weil du den mal gefahren bist oder so. Bis gleich. Ja, dann treffen wir uns vorm PD, okay? Dann gehe ich mich eben umziehen. Ja, wir kommen. Ja, wir sammeln dich gleich ein. Okay, supi, bis gleich. Ja. Ich habe einen Schlüssel für den Stinger GT, für den Nightblade, für den Seashark, für Marquis und für den Verlierer 2. Wo ist dieser andere Schlüssel, Mann? Kann er nicht sein. Kann er nicht gefressen worden sein. Okay. Na dann. Fahren wir mal ganz langsam, wa? Elena muss ich noch umziehen, das dauert ein bisschen, glaube ich. Wenn Elena irgendwann los geht shoppen und ein Kleid besorgt für die Hochzeit, dann wäre es nicht schlecht, wenn du mitgehst oder so. Oder irgendwie. Wieso? Muss auf jeden Fall wissen, was sie anzieht. Achso. Kannst du dich doch fragen. Ja. Ich frag sie dann. Ja. Da fragt man einfach, welche Farbe trägst du, dann wird sie dir das Kleid zeigen oder was auch immer sie tragen möchte und dann passt du dich daran an. Oder geht zusammen shoppen, ne? Willst du davon? Dann kann sie dich auch so eingleiten, wie sie es gerne hätte. Jawohl, Chef. Immer. Ist das nur in meinem Kopf oder habt ihr auch gerade irgendwie so komische? Soll ich anhalten? Nö, das geht schon. Solange das bei dir alles gut ist, das, geht das schon. Ja, yes, also, mir geht's prächtig. Gut, ja. Dann ist das wohl ein Ich-Problem. Oh Gott. Ja? Nee, daran liegt's nicht. Alles gut. Du kannst daran nichts ändern. Bis Elena sich umgezogen hat, gehe ich vielleicht noch mal kurz um die Ecke, ja? Ja, ich habe eine große Rückbank, kannst du denn legen? Mhm. Moment, da sitze ich hier im Moment noch, ja? Kann ich nicht einfach meinen Kopf ganz kurz nur in deinen Schoß? Ja, kannst du. Ja. Ich streich dir durchs Haar in der Zeit. Oh Gott, bitte nicht. Ich steige aus. Nein, du bleibst bitte sitzen, Chris, sonst wird es ganz komisch. Oh Gott, nein.
Nein, es wird komischer, wenn du aussteigst. So. Ja, für euch, für mich nicht. Dann kannst du bei der Belle mitfahren. Hi, könnt ihr den Herrn Bonelli? Mann, und ich muss wieder einmal komplett neu machen. Weil das schnelle Reloggen irgendwie nicht funktioniert heute. Also heute ist der Wurm drin. Aber jetzt hatten wir auch wieder ein paar Wochen keine Probleme, ja? Also alles gut. Ist schon okay. Wenn er mal so einen Tag dabei ist. Der Lachsmann, höchstpersönlich. Hoher Besuch. Na du Twitch-Partner. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Das war jetzt ganz, also das hatte ich auch noch nie, so Rapper-Bending bei GTA. Hatte ich ja noch nie. Was ist da los? So hoch bin ich gar nicht, nur 1,85. Ja, damit bist du 16 cm größer als ich. Also, darf ich das sagen, finde ich. Wie laufen die Geschichten hier? Es ist einfach viel zu wild. Es ist wirklich viel zu wild, immer noch. Man müsste meinen, man hat irgendwann alles erlebt. Ich bin, oh mein Gott, du kannst rechnen. Du bist so kluger. Man sollte meinen, irgendwann hat man jede Geschichte mal erlebt und dann ist es irgendwie nur noch eine Wiederholung. Aber nee, ist es nicht. Ich weiß, dass du auf den 69 anspielen wolltest. Ich habe versucht, nicht drauf einzugehen. Es ist sehr wild. Es ist wirklich sehr wild. Es passiert jeden Tag irgendwas anderes. Es macht immer noch sehr viel Spaß. Obwohl ich, wie Prisma so schön ausgerechnet hat, seit 190 Tagen das mache. Mit demselben Charakter. Es passiert immer noch jeden Tag was. Boris, wir sind da dabei. Wir waren das schon. Spannend. Ich vergesse immer, wie smart du bist. Ja, du darfst ja nicht immer von dich auf andere schließen, ne? Nur weil du nicht smart bist, kannst du nicht davon ausgehen, dass andere das nicht sind. Ne? Also. Lachsmann fehlt dir noch, ja? Ja, Forest ist wirklich überall. Also, ganz ehrlich. Das kann ich so bestätigen. Stehe ich im Auto? Sag mal, habt ihr mich während des Schlafens einfach von der Rückbank gekickt? Nein. Sag mal, nein. Ich dachte, ihr passt auf mich auf, Mann. Nein, ich hab dir die Matratze. Ach, du musst noch aufheben. Was ist mit euch falsch? Hi, Elena. Hi, der Azubi kommt. Wo gehst du hin, Elena? Schon Feierabend? Ich gehe mein Auto tunen, ich komme gleich zurück. Ah, cool. Viel Spaß. Schick siehst du aus, Elena. Dankeschön. Danke. Jetzt hast du mir das sofort zuvor genommen, ne? Bonjour. Gut. Ich nehm's nochmal zurück, Elena. Du siehst nicht schön aus. Tut mir leid. Ja, ich durfte das nicht sagen. Aus, Elena. So, jetzt darf ich sagen. Elena, du siehst echt gut aus. Ja, okay, reicht jetzt. Schicke Strapse. Hab ich auch. Guck mal. Schön. Sind Strapsen-Zwillinge. Ich sag lieber Strumpfhose dazu. Achso, ja, sind Strumpfhosen-Zwillinge. Ne? Hab ich auch. Oh Gott. Ich geh ja schon. Ist ja gut. Ciao. Achso, Denver, ich fahr dann zu jetzt Chris woanders hin, wa? Da ist einer, hat selber einen Verlierer und der weiß, wie man den am besten tunet. Ja, das sind Zweisitzer. Ihr könnt der das Herr ja... Rauf nimmt dich mit. Alleine, ja, deswegen. Ja, wir fahren zu Tyranats. Oder wollt ihr woanders hin? Ja, sollen wir denn wirklich mitkommen? Willst du das nicht lieber alleine machen? Ich kann es auch alleine machen, ich ruf dann an. Genau, dachte ich mir. Ciao. Oh. Ja, ist okay. Ist ja ein Dienstwagen, dann habe ich das. Das ist ein Dienstwagen. Okay, dann fahren wir zum Casino. Ja, können wir machen. Oder soll ich irgendwo absetzen? Können wir einmal hier zu dieser Anmeldestelle fahren vielleicht? Also quasi zu Dynasty? Naja. Ich möchte das einmal probieren, ob ich meinen Novik abmelden kann. Ist halt echt doof, dass ich keinen Schlüssel habe. Ja, oder vielleicht lässt du dir den von deinem Mann geben und vielleicht geht das dann dadurch. Weißt du, das vielleicht ist das dann der Universalschlüssel, weil du dann deinen Einschlüssel hast. Ja, das kann auch sein. Oder. Stimmt, vielleicht kann ich den ja gar nicht abmelden, weil ich den Schlüssel ja gar nicht mit dabei habe. Ich meine, wie will ich dir beweisen, dass das mein Auto ist? Ich guck einmal kurz. Ja.
Ansonsten sagst du mal der Stadtverwaltung Bescheid. Wie geht's dir sonst so, Chris? Ja, ziemlich gut, eigentlich. Schön, schön. Das, eigentlich ist immer ein blödes Wort. Ja, also es gibt immer so ein paar Sachen, die ein bisschen nerven oder so, aber das ist kein großes Ding. Was Arbeitstechnisches? Na, ich habe ein sehr merkwürdiges Gefühl dabei, dass Mrs. Stark so ein präsentes Thema bei dem Herrn Ford und den Herrn Hammond ist, ehrlich gesagt. Ja. Ja, Miss Stark, ja. Naja, die haben ja beide auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Dates mit ihr, ne? So ist es nicht. Ja, eben. Und das, Herr Ford schon sehr darauf zu. Huch, schon sofort ans Casino gedacht. und dass Herr Ford an dem Abend halt schon sehr, man könnte fast sagen, penetrant darauf gepocht hat, dass die Miss Stark hier irgendwie eine Stelle hat. Ob sie jetzt an meiner Seite wurde da sogar mit reingeworfen. Also ob sie hier security-mäßig unterwegs ist oder als BO halt oder MBO halt eben nicht. Also na, guck mal. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig, hatte ich gehört. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Hey, Andreas. Hallöchen. Guten Tag, die Dame. Nee, zu Ihnen wollte ich gar nicht. Entschuldigung, bin falsch. Ich zu Ihnen. Das ist die richtige Stelle, oder? Nee, nee, ja, hier die Dame wollte ich. Ah, ja. Ja, nee, ist leider. Ich kann der Dame leider nicht beweisen, dass es mein Auto ist. Okay, ich muss kurz warten. Okay. Ah, jetzt werde ich mit telefonieren. Perfekt. Das ist ja super. Aber da muss ich ihn dann gar nicht abmelden. Dann kann ich die Schlüssel einfach nachmachen lassen. Das ist gar nicht doof. Nee, hilf mich, Dom. Sean? Oh, ja. Ist Dom gerade hier zufällig? Nein, nee, nein, nein. Ah, verdammt. Okay, danke, ciao. Ja, seid ihr gerade im Termin oder was? Ich habe nur helle Haare gesehen, die telefonieren, das muss so Dom sein. Ich kann der Dame leider nicht beweisen, dass es mein Auto ist. Okay, dann können wir ins Polis fahren. Machst du jetzt auch jeden Tag dein Würfel-Lotto, oder was? Ja, ich wurde angefixt. Du wurdest angefixt. Bin jetzt auch irgendwie dazu, bin auch irgendwie jetzt in dieses VIP Plus reingeraten. Lass mich raten, durch Elena. Nee. Nein? Also ja, erst, also sie hat den Anfang gemacht und danach war ich mit Herrn McElroy unterwegs. Mhm. Hab den herbegleitet und da ging es irgendwie um irgendeine VIP-Nummer. Und dann hatte er nicht genug Geld dabei, dann habe ich ihm ein bisschen was ausgelegt oder geliehen, weil der so viel für die Hochzeit ausgelegt hat, von Hawkins und ne? Naja, stimmt, da muss ich auch nochmal mit ihm sprechen. Muss auch noch was zugeben. Ja, und dann habe ich irgendwie VIP Bus bekommen und eine schwarze Perle bekommen. Aber damit kann ich nichts anfangen. Also ich gehe nicht am Blackjack Tisch, wo der Einsatz 5000 mindestens sind. Ja, Liebe. So gut sieht's immer mir auch nicht aus. Aber die ist wohl ziemlich was wert. Schwarze Perle? Ja. Naja, ich glaube nicht mehr so, wenn man jetzt auch als VIP und VIP Plus mit ein bisschen Eintrittsgeld ins Blackbirds kann. Davor konntest du halt nur... Nein, es steht wieder so. Nein, es steht wieder so. Morgen ist Blackbirds und es steht wieder für VIP, VIP Plus und schwarze Perlenkunden. Und dementsprechend ist leider der Wert der schwarzen Perle gegen null gerast. Achso. Davor konntest du halt nur mit einer schwarzen Perle ins Blackbirds. Oh, kein anderer. Ja gut, dann... Der Wert der schwarzen Perle hat sich erledigt, aber quasi. Aber es hat ja nicht jeder VIP eine schwarze Perle. Nee, du kommst damit aber nur kostenlos rein. Das war's.
Anscheinend kommst du jetzt immer als VIP ins Black Pearls. Muss halt nur Eintritt bezahlen. Haben die das irgendwo geschrieben, oder? Ja, im Wienet. Echt? Ja, im Wienet steht, dass morgen Black Pearls ist und das ist wieder für, mal wieder, also, ne? Für VIP, VIP Plus und für schwarze Perlen, Leute. Und das letzte Mal Black Pearls war ebenfalls für VIP, hi. VIP Plus und Dingsbums. Hi Martha, kommt rein. Das ist ja Quatsch. Ja. Tschüss. Oh. Ja, ich fühle mich auch ein bisschen betrogen, muss ich sagen. So. Ich will gar nichts, wie immer. Nur Begleitung. Richtig. Sehr gut. Ja, ich will einmal Lose und würfeln. Alles klar, was ist denn Ihre VIP-Nummer? Ich glaube, die wollen auch ihren Rettungswagen ummelden. Ja, ich glaube auch. Irgendwie machen die... Der herauf. Das hatte genau. Markus letztens ja auch gemacht mit seinem Waffeleuch. Irgendwie auf jemand anderen auch. Übertragen. Ich weiß nicht, ja, ob man das dann auf den Start oder... Ich hab keine Ahnung. Für den Eintritt vor der Zahl? Ich zahle den so. Nein. Doch. Kein Abenteuer? Nein. Ich finde auch immer Chris. Ja. Gute Entscheidung. Super, dann würfeln sie doch schon mal. Ich hätte gerne Münze. Kriegt eine Münze? Die 4-5. Sehr schön. Und die 5-2. Notiert. Wunderbar, ich auch. Dann einmal die Richtung für Sie. Bitte einmal die Karte ans Tablet halten. Ausgezeichnet. Kannst auch sonst an mein Tablet halten, wenn du möchtest. Also ich habe ja auch noch so. Nein? Okay. Nee. Meinst du erst? Danke mal. Diese schwarze Perle, ja? Ja. Ist das jetzt der einzige Bonus der schwarzen Perle, der freie Eintritt in Black Pearls? Weil ich habe gehört, dass man da jetzt auch als normaler VIP rein kann. Als VIP und als VIP Plus kommt man auch rein, bezahlt aber Eintritt. Als der schwarzen Perle ist der Eintritt kostenlos und man kann dann noch eine weitere Person kostenlos mitbringen. Zum so. Spielen. Aber also ist die schwarze Perle nicht mehr so exklusiv, wie sie mal war? Wir machen für die Besitzer schwarzer Perlen das Black Pearls auch ab und zu mal zwischendurch auf, aber Dienstag tatsächlich möchten wir halt auch die anderen Leute etwas in den Genuss des Black Pearls bringen. Ah, okay. Und wie bekommt man davon mit, dass das... Du wirst persönlich angerufen, wenn du schwarzer Perlenbesitzer bist. Ah, okay. Also ich werde zumindest immer angerufen, das kann natürlich auch so ein Ding von mir sein, ne? Ich weiß es nicht. Entschuldige, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt von dem, was da draußen passiert. Ja, das ist was passiert wo?